Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Ich habe nämlich am Handy so ein Licht dran und das strahlt mich jetzt an. Jetzt sieht man bestimmt schön meine Pickel und alles. Ich bin nämlich ungeschminkt noch dazu. Und Kaugummi habe ich im Mund. Yay! Oh Gott, jetzt wäre ich fast dagegen gerannt. Holy shit. Meine Güte. Weil ich habe nämlich auch keine Kontaktlinsen drin und sehe demnach nichts. Und Brille habe ich auch keine auf, wie man sieht. Alles too much information. Was ich euch nämlich eigentlich erzählen wollte, erstmal hallo, ich grüße euch zum dritten Adventsvideo und damit und somit wollte ich eigentlich sagen, zur dritten Verlosung. Heute könnt ihr was mega Geiles gewinnen, das verrate ich euch am Schluss. Da bin ich ganz neidisch, das habe ich nämlich selber nicht, zumindest nicht in dieser Version. Und jetzt, ach genau, bevor ich es vergesse. Ihr könnt auch noch bei der lieben Sarah und bei der lieben Anna, ich verlinke euch die beiden hübschen Schnecken mal hier und natürlich auch in der Infobox. Da könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Und die anderen Mädels verlinke ich euch auch noch in die Infobox. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Es wird nämlich heute etwas weihnachtlich, im Vergleich zum letzten Video, das ich euch aus Gran Canaria geschickt habe. Und es geht heute, wir gehen heute, ich treffe mich jetzt gleich mit meiner besten Freundin und wir gehen aufs Münchner Tollwood. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, was das Tollwood ist. Das ist ein riesen Weihnachtsmarkt, der sehr auf Bio spezialisiert ist, vegan. Es geht da um die artgerechte Tierhaltung, um ja, es ist einfach eine gute Sache. Und da gehen wir heute hin. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Verlosung. Und das ist jetzt? Das sind die Trash People. Also Menschen aus Müll, sozusagen. Ja, also es ist auch nachgewiesen, dass sie mittlerweile meistens Plastik in ihrem Blut haben. Okay. Ach so, deswegen vielleicht. Daneben gibt es den günstigsten Glühwein hier am Tollwood oder mit den günstigsten. Deswegen stehen hier so viele Leute für 2,90 €. So. Wir sind glücklich. Erstmal habe ich die beste Frau an meiner Seite, die es überhaupt gibt in diesem Leben. Die muss mich nämlich ertragen und mein Liebeskummer die ganze Zeit. Und wir haben Glühwein auf uns. Danke. Wir befinden uns gerade in der Glückszone und das ist total witzig. Da gibt es nämlich lauter so Dosen. Hier steht auch das ultimative Wichtelgeschenk. Und hier zum Beispiel lass Gras drüber wachsen. Das sieht natürlich so aus. Das ist total witzig. Und da gibt es eben verschiedene Dosen je nach Anlass.
Wir nehmen die Kampfdose. Eine letzte. Haben wir gerade schon gesagt. Die da. Soll da wirklich jemand mein aufhören, Jahr 2016. Ja. Wenn es besser wird als 2015, nehme ich sie mit. Wir haben sie noch Ergänzungsdöschen dazu. Ist das der Glaube an eine Sache, die man mehr wiederkommt? Ja, das stimmt. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Er hat gerade zu mir gesagt, der Glaube an eine Sache kann viel bewirken, so in dem Sinn. Und deswegen hat er gesagt, soll ich die Dose nehmen. Und ich habe ja gesagt, es soll bitte besser werden als 2015. Ja, finde ich auf jeden Fall, ist immer eine witzige Sache. Freude, das habe ich jetzt in einem Bilderrahmen daheim stehen. Die da, gell? Die da. Baum der Weisheit. Ja. Die Sarah hat schon sowas und das ist total witzig. Das heißt nämlich Facebook der Tiere. Da stehen so ein paar coole Sprüche drin. Zum Beispiel, um mein Herz zu erobern, habe ich gelernt, auf den Hinterpfoten zu stehen. Ich habe meinen Panzer bemalt und sogar eine Blume gekauft. Trotzdem ist sie mit den anderen Blumen. Vielleicht hat ihr das Muster mal. Ja, gut. Mietangebot, stellen zu. Kartenschein. Ich esse jetzt ein, ich höre vermutlich eh kein Mensch, aber egal. Ein Vegetable-Naan. Die Sarah hat gesagt, es ist voll lecker. Es ist nämlich ein Fladenbrot mit Gemüse. Indisch. Lecker, ich freue mich voll. 4 Euro hat es gekostet. Meine Lieben, das war das kleine Follow Me Around auf dem Münchner Tollwood. Ihr habt ja gesehen, also ich hoffe, dass man es erkennen konnte, dass quasi da ganz viele Zelte stehen und ihr habt ja auch so ein bisschen die Message dieses Jahr mitbekommen. Also es geht viel um Müll, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen bewusster mit Müll umgeht. Keine Umweltverschmutzung etc. finde ich. Ja, ich dachte, das ist vielleicht ein ganz, ganz schönes Thema, um euch da auch so ein bisschen ranzuführen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Verlosung. Und ja, ihr könnt ein mega geiles Produkt, wie ich finde, gewinnen. Und zwar den Braun Silke Peel in der Musik Edition. Und ich habe ja da ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch in die Infobox. Schaut da mal vorbei. Und genau, alles, was ihr dafür machen müsst, ist mir einen Kommentar zu schreiben. Und zwar schreibt mir bitte in die Kommentare, da müsst ihr allerdings eben in das andere Video gucken, welche Farben der Silke Peel 9 hat, den ich euch vorgestellt habe. Also ja, welche 2 Farben der hat. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Schaut einfach mal in das Video rein und ich dachte, ich verknüpfe die Verlosung einfach mal mit einer Aufgabe. Ist einfach mal was Neues. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Jetzt wäre ich fast gegen die Laterne hier, gegen dieses Schild noch gerannt. Sehr schön. Und genau, dann macht's gut und bis bald.